Unser letzter Urlaub ist zwar gefühlt schon eine halbe Ewigkeit her, aber in Wirklichkeit noch gar nicht so lange. Im Februar waren wir auf La Palma. Und dort habe ich erfahren, dass La Palma zusammen mit der Atacama-Wüste und Hawaii in der Champions League der Sternenbeobachtungsstationen steht. Und an einem Abend gab es die Möglichkeit, den Sternenhimmel mit einem Teleskop zu beobachten. Ich bin im Sternbilder identifizieren nicht besonders gut, aber den großen Wagen, den finde ich eigentlich immer. Und der große Wagen kommt heute in der Tageslosung vor. Im Buch Hiob heißt es: Gott breitet den Himmel aus und geht auf den Wogen des Meers. Er macht den großen Wagen am Himmel und den Orion und das Siebengestirn und die Sterne des Südens. Und der Blick in den nächtlichen Sternenhimmel auf La Palma, der hat mir noch einmal vor Augen geführt, wie klein ich eigentlich bin im Vergleich zu all dem Großen, was Gott geschaffen hat auf dieser Welt. Und manchmal tut es gut, die Perspektive zu wechseln und zu merken, es dreht sich gar nicht immer alles um uns Menschen. Die Sonne geht auf, geht unter, der Mond steht am Himmel und geht wieder unter, als gäbe es die Krise überhaupt nicht. Ein Stück Normalität ist es, dass die Sonne jeden Morgen wieder aufgeht, die Natur erwacht und manche Regionen der Erde erholen sich gerade von vielen menschengemachten Problemen und Schwierigkeiten. Ich lade Sie dazu ein, öfter in den Himmel zu schauen, ob bei Tag oder bei Nacht, und dabei noch einmal zu merken, dass sich nicht alles um uns dreht, sondern dass Gott für uns da ist und uns umfängt, über uns wacht, Tag und Nacht. In diesem Sinne, bleiben Sie behütet.